bin ich... Ey, ich tut mir leid. Ich muss hier der Volltrottel sein. Es tut mir leid. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass das niemand sieht. Mach Folgendes, Bartmann. Es gibt ein neues Bartmann-Video mit dem Titel Bitte lasst Peter in Ruhe. Stein. Ach, wir sollen Peter jetzt in Ruhe lassen? Nachdem du ihn vor die Kamera geschleift hast. Kurze Zusammenfassung. Vor einigen Monaten wurde dieser Mann in einer Art Konzept auf die Idee aufmerksam, einen Obdachlosen zu finden und ihn schick aussehen zu lassen. Er ist also durch irgendeine Innenstadt gefahren und hat einen Obdachlosen offensichtlich, vielleicht potenziell Obdachlosen gefunden, und das war Peter. Hat sich herausgestellt, dass dieser Peter einen kompletten Knacks hat. Nämlich, dass der 9-11 Inside-Job NATO-Ersthelfer UN-Mitglied war. Und jedes Mal, wenn der das gesagt hat, hat er das rausgeschnitten, damit die Leute nicht denken, der ist irre. Darauf haben wir reagiert. Dann wurde das Ganze aufgedeckt. Und jetzt gibt's das nächste Video. Also wir schauen mal rein. Nicht leicht für mich, über dieses Thema weitere Videos zu machen, aber ich bin es euch schuldig, dieses... Ja, würde mir bestimmt... Klar ist das nicht leicht für dich. Ja. ...Video zu machen, weil ich täglich damit konfrontiert werde, was jetzt los ist. Ich danke jedem Einzelnen da draußen, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, mir ewig lange Nachrichten geschrieben hat. Ich habe sehr viele gelesen, viele konnte ich auch nicht lesen, weil die Zeit einfach nicht da war, weil wirklich die Nachrichten, es waren sehr, sehr, sehr viele Nachrichten und die waren auch zum Teil sehr, sehr lang. Also wurden aus YouTube YouTuber-Psychologen, YouTube-Viewer-Psychologen, alles klar. Und auch viele Sprachnotizen. Dankeschön aber dafür und danke auch für euren Support und dass ihr hinter mir steht und ja, dass ihr mir alles Gute wünscht. Er ist glücklich auf der Straße. Und dann hat er uns noch gesagt, dass er seine Sachen aus unserem Barbershop haben möchte. Wir hatten nämlich im Keller noch seinen alten Wagen vom ersten Treffen, wo wir uns getroffen haben, und seinen Schlafsack etc. Das wollte er haben. Und wir haben ihm noch angeboten, dass wir ihm ein Handy geben. Er wollte kein Handy. Die Aussagen waren zum Teil sehr wirr. Ich habe, wie immer, ihn auch nicht wirklich wiedererkannt, weil er war irgendwie komisch fremd. Das war sehr, sehr schwer für uns, ihn so wegziehen zu lassen, also dass er weggeht, ja, also mit seinem Fahrrad und mit seinem ganzen Gepäck dann so ein Tschüss noch sagt, ja, mit dem Gewissen, dass er einfach diese Nacht und die nächsten Nächte auf der Straße schläft, ja, also. Auf jeden Fall ist mir aber wichtig, Leute, ich bekomme nämlich jetzt heute, jetzt wenn ich in meine Instagram-Nachrichten reinschaue, bekomme ich jetzt immer noch Nachrichten. Twitch, ich habe Peter gesehen, ich hier zum Beispiel, hallo Ake, ich habe Peter gerade am Bahnhof Mannheim gesehen. Und halbes Überwachungsnetzwerk. Wie hieß dieses bei Batman, dieses Überwachungsnetzwerk? Nennen wir es Stasi. Auf eine Weise muss ich euch auch wirklich danken, ja, dass ihr auch euch für dieses Thema so sehr interessiert, dass ihr euch auch für mein Wohlergehen und auch für Peters Wohlergehen interessiert. Aber also ich muss mal ganz kurz, das klingt jetzt alles sehr positiv und das hier sieht auch echt positiv aus. Aber bin ich der einzige Motherfucker, der das super grenzwertig findet von vorne bis hinten? Es kann doch nicht sein, dass das so bewertet wird. Also ganz objektiv betrachtet, natürlich kann es so sein, weil jeder das irgendwie anders sieht. Aber meine subjektive Wahrnehmung ist so viel kritischer. Wir haben also jemanden, der eine Psychose hat, dessen psychotische Anfälle aus Videos rausgeschnitten wurden für Content, der dann so krank wurde, dass er es nicht ausgehalten hat, wieder auf der Straße ist und der jetzt mit Verfolgungswahn übrigens und Überwachungswahn, der jetzt tatsächlich überwacht wird. Are you fucking kidding me? Wild, einfach wild. Deswegen ist es meine Bitte. Ja, Peter weiß, wo ich bin. Er weiß, wo mein Barbershop ist. Alter, es ist meine Bitte. Meine Bitte, meine ganz persönliche Bitte. Mach diese Peter-Videos raus, Bro. Du fragst dich, warum die Leute immer... Das sind fucking Millionen Klicks. Können wir die Peter-Videos bitte verschwinden lassen? Wenn der Mann diese Psychose hat, diese Schizophrenie, ist es nicht schön, von ihm die ganze Zeit Bilder zu machen oder Videos zu machen. Stimmt. Ja, oder um die Ecke zu filmen oder ihn die ganze Zeit auf dieses Thema anzusprechen. Deswegen
Aber wer trägt denn die Ursprungsverantwortung dafür? Oh, fucking Reichweitenverantwortung, Alter. Deswegen möchte ich euch bitten, Leute, bitte hört auf, Fotos von ihm zu machen. Bitte hört auf, ihn zu verfolgen. Und mir seinen Standort mitzuteilen und Videos von ihm zu machen, ihn auf dieses Thema anzusprechen. Lasst diesen Mann einfach in Ruhe. Außer ihr seht ihn irgendwo und ihr merkt, er braucht vielleicht irgendwas, sprecht ihn gerne auf der Straße drauf an. Ich tut mir leid, ich muss hier der Volltrottel sein. Es tut mir leid, ich muss der Volltrottel sein. Es kann nicht sein, dass das niemand sieht. Es kann nicht sein, dass das niemand sieht. Ich kann es nicht. Ich bin der Idiot hier. Ich muss der Idiot hier sein. Das kann nicht wahr sein. Bitte hört auf, Fotos von ihm zu machen. Bitte hört auf, ihn zu verfolgen und mir seinen Standort mitzuteilen und Videos von ihm zu machen, ihn auf dieses Thema anzusprechen. Lasst 6 Minuten 31. Diesen Mann einfach in Ruhe. Außer ihr seht ihn irgendwo und ihr merkt, er braucht vielleicht irgendwas. Sprecht ihn gerne auf der Straße drauf. 4 Sekunden später. Gebt ihm vielleicht ein paar Euro, was er braucht, oder fragt ihn, was er gerne braucht oder Hilfe braucht. Aber also das muss dieses Helfersyndrom sein. Wenn das kein Helfersyndrom ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Hört auf, bitte ihn mit diesem Thema zu konfrontieren, weiterhin mit Bartmann hier, Bartmann da und Fotos von ihm zu machen. Das wäre wirklich sehr, sehr nett, wenn ihr das unterlassen würdet. Und wir haben noch diese Wohnung. Für diese Wohnung haben wir 8.400 Euro ursprünglich gezahlt. Er hat einen Monat in dieser Wohnung gelebt circa, also beziehungsweise einen angebrochenen Monat. Und deswegen war meine Überlegung, wenn Peter wirklich nicht in diese Wohnung möchte, dass wir diese Wohnung einem bedürftigen Menschen geben, der diese Hilfe annehmen möchte. Und ich wurde auch angeschrieben vor einiger Zeit. Oh Gott, mach doch nicht den gleichen Fehler nochmal, Mann! Ey, ich kann doch nicht der Einzige sein! Zeit, dass es eine Person gibt namens Pilger Ravi in Heidelberg. Dieser Mann sitzt auf einer Treppe und schmückt diese Treppe jeden Morgen. Macht einen gesunden Eindruck auf mich mental. Und schläft auf dieser Treppe vor dieser Kirche und er lebt da. Und oh Bro, oh mein fucking Gott, ich kann nicht, das ist doch jetzt ein Witz. Es tut mir leid, Alter. Das hier ist eins der Hauptgründe, warum man sich als Influencer und Streamer und allgemein jemand, YouTuber, nenn es wie du es willst, mit dem Thema auseinandersetzen muss. Wenn du was Gutes tust, tust es nur für die Reichweite. Das ist hier der Grund. Denn das stinkt bis zum Himmel nach maximaler Ausbeutung. Also es tut mir fucking leid. Würde das Gleiche passieren, wenn es dazu keine 4, 5, 6, 7 YouTube-Videos gehen würde? Keine Ahnung. Aktuell würde ich eher sagen, nein. Und er leidet an Multiple Sklerose, hat die ganze Welt bereist, ist ein sehr, sehr netter Mensch, schreibt Gedichte und alle, die an dieser Kirche vorbeilaufen. Kriegt er auch 500.000 Euro von der UN jeden Monat überwiesen. Darum darf er seinen Personalausweis nicht zeigen und muss dann seinen Namen nicht ändern dürfen. Niemand darf wissen, wie er heißt. Ey Jungs, das ist... mach folgendes, Bartmann. Nimm das als Loss hin. Der Shit ist durch. Schade. Nimm die Spendengelder, mach die Videos runter, guck, was du in den Videos verdient hast, sei ein Bart-Ehrenmann oder Ehrenbartmann, donate den ganzen Scheiß, den du bekommen hast für die Ausbeutung dieses psychisch kranken Mannes in irgendeine Kampagne, nachweislich, und dann ist okay. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist ein Fehler, wir haben das Beste draus gemacht, Shit ist durch, jeder zieht seiner Dinge und einmal im Jahr wird der Bartmann Charity Peter Fonds gefüllt, weil man aus diesem Problem gelernt hat und unterstützt eine Organisation, die psychisch kranken Leuten unter die Arme greift. Och, Manno, ey, es tut mir leid. Es tut mir weh, wenn ich das sehe. Also weiter. Laufen dann mit einem Grinsen vorbei, weil er jeden anspricht. Als ehemaliger Heidelberger kann ich auch sagen, der Typ hat einen Knacks. Jeden guten Tag wünscht und
Durch diese Multiple Sklerose, das ist ein Muskelabbau, kann er einfach nicht mehr laufen. Ja, also der, es ist schwer für ihn zu laufen, die Muskeln bauen mit der Zeit ab. Und er hat in einem Bericht eine Sache gesagt, die mich sehr gecatcht hat. Und er ist auch sehr oft im Fernsehen und Medien. Er hat gesagt, ich kämpfe so lange, bis ich ein Dach über dem Kopf habe. Und das hat mich so gecatcht, dass ich gesagt habe, wenn Peter diese Wohnung nicht möchte, dann möchte ich die Wohnung jemandem geben, der sie wirklich benötigt und der auch dankbar dafür ist und der sich freut darüber. Und das wäre meine Idee, diese Wohnung auch weiterzugeben, weil es wäre schade, 5.000 Euro ungefähr zu verlieren, nur weil wir die Wohnung kündigen. Und deshalb würde ich sagen, ja, schreibt ihr eure Meinung mal bitte in die Kommentare. Und mit dem restlichen Geld, ich weiß nicht, ob das so rechtens ist, ob man, weil das irgendwie an Peter gespendet wurde, aber er abgehauen ist. Ich kann es nicht mehr sagen. Was soll das? Und nichts möchte von uns, würde ich gerne mit diesem Geld ein Kinderhospiz, die Kinder glücklich machen in einem Kinderhospiz. Das wäre meine Idee gewesen. Vielleicht war er nicht feinfühlig genug, aber er wollte sich nicht bereichern. Bruder, muss ich dir die Videos nochmal zeigen? Die Bereicherung fand statt an Basis des bewussten Herausschneiden der psychischen Ticks, die Peter hatte, was eingestanden wurde, und an der Tatsache, dass damit Content generiert wurde. Über Monate. Und Spoiler Alert, wenn das mit dem alten Mann aus Mannheim funktioniert, wird hier genauso Content generiert. Und jetzt ist die Frage, die sich stellt, tust du was Gutes, weil die Kamera läuft, oder tust du was Gutes? Und ob man darunter unterscheiden müsste. Und ich würde sagen, yo, jeder macht mal Fehler. Ich bin auch nicht mit allen Wassern gewaschen. Aber warum zur Hölle sind diese Videos noch da? Warum sind die hier? Kann mir das jemand rational erklären? Wenn es da nicht um Bereicherung geht. Wenn es da nicht um Content geht, wenn es da nicht um Klicks geht. Und wenn ich der Einzige bin, der hier sagt, dass das sehr, sehr fragwürdig ist, bin ich der Einzige, der das macht. Mit diesen finanziellen Mitteln versuchen, diese Wünsche zu erfüllen, es wäre das schönste Gefühl ever. Und auch diese Wohnung weiter zu vermieten, die Wohnung weiterzugeben an einen Menschen, der es nötig hat. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir diese Sache so hinbekommen, dass wir trotzdem alle was Gutes gemacht haben, ja?